Ah, da weiß man nicht, was schöner ist, der Pokal oder das Schleswig-Holstein-Lied, zu dem die Mannschaften den Rasen betreten dürfen, das SHFV-Pokalfinale zwischen Phoenix Lübeck und Weiche Flensburg. Nicht nur für die beiden Teams ein echtes Highlight, auch für Schiedsrichterin Susanne Kunkel ein emotionales Event. Letzter Einsatz für die 37-Jährige auf dem Rasen. Wir sagen Danke und Glückwunsch zu einer tollen Karriere. Und damit rein in die Begegnung. Flensburg in Rot-Blau von rechts nach links Favorit im Duell zweier Regionalliga-Teams. Die Mannschaft von Thomas Seliger in den vergangenen Jahren immer kurz vor dem Sprung in Liga 3. Und was macht man als Favorit so idealerweise? Richtig, man geht früh in Führung. Christopher Kramer mit dem 1:0 nach gut 10 Minuten. Schon beim 2:1 im Halbfinale gegen den Vorjahressieger Todesfelder erfolgreich. Christopher Kramer trifft den Ball gar nicht ideal, aber Keeper Titel im Lübecker Kasten ist die Sicht verdeckt. Fahne des Linienrichters bleibt unten, das Tor zählt. Die Phoenixe also kalt erwischt, ein bisschen zu zaghaft. Zu Beginn dieser Partie Fabian Graudenz versucht es allerdings im letzten Moment noch entscheidend abgefälscht, dieser Ball. Viel war nicht los vor beiden Toren. Wir springen direkt in Halbzeit 2 und zu diesem Abschluss von Nico Empen. Knappes Ding, aber Flensburg bekam den Sack nicht zu. Und dann diese Ecke, 2 Minuten vor Schluss. Flensburg kriegt den Ball nicht raus. Und dann ist Bock da und der schiebt ihn rein. Ausgleich. Die Lübecker nach dem Rückstand mit großem Kampf, mit großem Willen verdienten sich auf diese Weise den Ausgleich und die Verlängerung in diesem Finale. Kostenloser Extrafußball also für die 250 Zuschauerinnen und Zuschauer im Uwe Seeler Fußballpark. Freistoß Lübeck, Freistoß Abu Raschet und der ist richtig stark. Viel, viel Glück für Flensburg in dieser Szene. Wir schreiben die 115. Minute. Zweite Hälfte Verlängerung, also Einwurf Torge Pato wird verlängert. Und am zweiten Pfosten ist Peter da. 2:1 Flensburg. Und gerade als die Trainer vielleicht schon ein bisschen Richtung Elfmeterschützen überlegt haben, schlägt der SC Weiche Flensburg also doch noch zu. Schöne Geschichte für Peter seit 2016 im Verein. Damals in die U17 gewechselt, jetzt schießt er seine Flensburger in den DFB-Pokal. Denn alle verzweifelten Versuche von Lübeck danach vergebens und dann war Feierabend. Nach 2018 zieht der SC Weiche Flensburg nach 120 Minuten erneut, vielleicht etwas glücklich, aber definitiv verdient in den DFB-Pokal ein. Wir haben einen der Torschützen zum Interview gebeten. Es war auch von der Qualität her ein gutes Spiel. Und wie gesagt, jeder hat alles reingeworfen. Es war ein richtiges Pokalspiel. Ich denke mal, für die Zuschauer war es echt ein tolles Spiel. Auch noch in die Verlängerung über 120 Minuten. Und ja, am Ende sind wir der glücklichere Sieger. 2018 gab es die Sensation, Flensburg überstand die erste Runde gegen den VfL Bochum. Wiederholung erwünscht.